Marco Rima, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns das Interview zu machen. Du hast eine Sprechrolle in «Ich einfach unverbesserlich 3», und zwar vom Butler Fritz. Kannst du dich zuerst mal ein bisschen mehr über die Rolle erzählen? Das ist ein liebenswürdiger Schweizer, der die Stelle bekommen hat beim Drew. Das ist der Bruder von Gru, aber das wird Gru dann über den Butler Fritz auch so erfahren. Und der ist sehr vornehm, versucht das Beste zu machen, kommt in zwei, drei schwierige Situationen, wo sie ihn ein bisschen wegschiessen. Und von dem her ist das eine ganz tolle Herausforderung für mich, die dürfen zu interpretieren. Man hätte es auch besetzen mit einem Bayer oder einem Schwab. Aber ich glaube, man hätte gefunden, so Schweizer wäre auch noch cool. Gerade weil wir ja im deutschsprachigen Raum sind, hat man noch ein bisschen die Chance, natürlich auch für das können zu werben. Und von dem her bin ich sehr froh, dass man mich ausgewählt hat. Die Stimme hätte ja dann zuerst noch nach Amerika müssen. Und dann ist das Set abgesegnet worden, ob das auch wirklich passt zu dieser Figur. Ja. Kannst du echt ein bisschen mehr erzählen, wie das abgelaufen ist bei der Aufnahme? Hast du zum Beispiel den Cast kennengelernt? Hast du Schwierigkeiten gehabt im Vergleich zum selber Schauspielern, wenn man selber vor der Kamera steht? Also von den Leuten selber habe ich niemanden kennengelernt. Also Martina Hill, die ja jetzt die weibliche Hauptrolle spielt, die war erst nach mir dann dran. Kennengelernt habe ich den, der Gru gespielt hat. Da hat man natürlich dann Adressen austauscht und Telefonnummern. Sehr ein cooler Typ. Und was ich vor allem gemerkt habe, oder was mir wieder mal aufgefallen ist, wenn Leute wirklich professionell in einem gewissen Bereich arbeiten, wo ich nicht daheim bin, also so wie sie, das sind riesen Unterschiede. Also das ist wie wenn ein VW-Bus in Formel 1 startet. Es hat ein, zwei so Hürden gegeben, zu überwinden, die ich haben müssen machen. Und da hat mir der Sprachregisseur mal gezeigt, wie er sich das vorstellt. Da wollte ich eigentlich ein Flugbillett buchen und wieder heimfliegen. Weil die sind so schnell und so präzise, das ist fantastisch. Also das ist wie wenn ich in eine Schreinerei müsste gehen und in die Arsie setzen für irgendeinen Schrank. Die können das einfach auch wirklich sehr, sehr gut. Ich bin sicher relativ schnell aufnahmefähig und nicht jetzt eine absolute Pfeife, aber das ist ein Unterschied. Es gibt auch eine Berufung im Bereich von Synchron und es gibt Berufung für mich auf der Bühne, wobei die meisten Synchronsprecher, das sind auch Schauspieler gewesen, die einfach gemerkt haben, dass sie auf der Bühne vielleicht nicht so funktionieren, aber mit ihrer Stimme natürlich Grossartiges können leisten. Du hast einmal gesagt, mit dem Alter lernt man, dass man nicht mehr auf jeder Welle muss surfen, dass man nur noch so kann, die nehmen, die einem wirklich gefallen. Wieso ich einfach unverbesserlich 3? Ja, weil es einerseits mal ein ganz toller Animationsfilm ist, der wirklich für die Familien ist. Also ich muss sagen, als ich den Film angeschaut habe, ich bin total begeistert gewesen. Von der Musik natürlich in meiner Zeit, 80er, 90er Jahre, mega. Denn man kann sehr lachen. Es ist, wie gesagt, familientauglich. Man kann mit den Kindern ins Kino gehen. Und er hat emotionale Momente, wo man fast ein Tränchen verdrückt. Mit dem kann man ganz doll kuscheln. Agnes, was machst du da? Naja, du hast doch keinen Job mehr und da wollte ich dir helfen. Da haben sie wirklich ein Gesamtwerk geschaffen, wo für alle und jeden ist und in jeder Altersgruppe. Und ich bin sehr gespannt, wie der Film dann wird anlaufen. Wenn du jetzt einfach frei raus hättest können wählen, welche Rolle hättest du denn gewünscht? Ja, ich finde natürlich die Figur vom Drew wie auch vom Gru sehr spannend. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss natürlich schon auch sehen, die Leute, die das synchronisieren und die das machen, die machen das viel, viel professioneller und mit auch viel mehr Können als ich. Also ich muss mich ja auch in dem Sinn jetzt ein bisschen aufschaffen und vielleicht das eine oder andere noch machen. Und natürlich wäre das auch möglich gewesen. Wenn du vom Drew und vom Gru redest, bist du manchmal auch ein bisschen schurkig. Und was wäre deine Superwaffe, wenn du ein Schurke wärst? Ich finde immer Schurken spannend, die vordergründig sehr joviales, lässiges, freundliches Auftreten haben, aber eine ganz dunkle Seele mit sich herumschleppen, die auf den ersten Blick
nicht klar ist und sichtbar ist. Du bist Joker mit Leib und Seele. Ich habe dieses Leben hinter mir. James Bond, Bösewicht, das sind ja eigentlich alles so Typen, die ja, eigentlich coole Gesellen sind. Ich glaube, das, was man nicht darf, wird man immer machen. Angenommen, Sie hätten eine Armee von Minions. Was würden Sie mit ihnen machen? Luca! Bueno! Ja! Ja! Pignou! Bueno! Ja! Pignou! Bueno! Ui, das ist eine gute Frage. Ich habe schon zwei Minions daheim. Beziehungsweise vier. Zwei ausgewachsene und zwei kleine noch. Und ich glaube, die vier, die langen. Also, ich würde keine Armee von Minions haben.